und ich werde Ihnen heute ein bisschen die Geheimnisse der sächsischen Hofküche verraten und Ihnen die Rezeptur des sächsischen Puddings erklären. Für den sächsischen Pudding brauchen wir wie für jeden Pudding Eier, Milch, Zucker und für den sächsischen ganz besonders Mehl, Butter und gemahlene Mandeln später dann fürs Backen. Für den sächsischen Pudding werden wir auf jeden Fall die Butter zerlaufen lassen. Für die Brandmasse brauchen wir unsere Milch, die wir mit dem Zucker aufkochen. Und wenn sich die Butter aufgelöst hat, geben wir das Mehl hinzu und lassen es ein bisschen abbrennen. Damit verliert sich ein bisschen der Mehlgeschmack und haben dann nicht so dieses typische Mehlige im Mund, wenn wir dann den Pudding essen. Der Unterschied vom sächsischen Pudding zu einem ganz normalen herkömmlichen Pudding ist der, dass wir hier im Prinzip die Eier auch trennen, schlagen, Eiweiß zu Eischnee schlagen und dann das Eigelb am Ende in die Brandmasse geben. Man kann jetzt wunderbar sehen, das Mehl fängt an, schön langsam abzubrennen. Kleine Bläschen bilden sich unten am Topfrand, am Topfboden. Und dann werden wir auch gleich unsere Milch hinzugeben. Und brennen das Ganze ab. Die Eier werden also getrennt. Eischnee wird geschlagen, schön fest, so dass man am Ende eine schöne feste Masse hat, die wir dann am Ende in den Ofen backen. Anders als ein Pudding, der Pudding wird ja normalerweise pochiert, beziehungsweise das Eigelb wird aufgeschlagen und gekocht, unter die Milch gegeben. Und beim sächsischen Pudding backen wir es fast wie ein Soufflé. Milch und Zucker nur ganz kurz heiß werden lassen, kurz aufkochen, sodass der Zucker sich auflöst. Und das Mehl wie eine Brandmasse schön gleichmäßig abbrennen, sodass sich gar nicht erst was unten ansetzt, was festsetzen kann. Und dass der Mehlgeschmack verliert. Der Mehlgeschmack kocht bei der heißen Butter aus. Er verliert also seine typische mehlige Eigenschaft, seinen typischen mehligen Geschmack. So, jetzt ist die Milch soweit und jetzt werden wir ganz schnell die Milch mit dem Mehl verbinden. Es wird sofort eine feste Masse. Da kommen wir mit dem Schneebesen auch nicht weiter, den werden wir dann wieder herausnehmen. Und jetzt werden wir das Ganze glatt rühren und abbrennen. Das heißt, der Teig löst sich unten vom Topf ab und wir haben am Ende eine Masse, eine Teigkugel, die jetzt im Prinzip durch das Abbrennen des Teiges entsteht, durch die Hitze. Man sieht das also ganz schön. Es verbrennt noch nicht. Man sollte aufpassen, dass es nicht zu heiß ist. Es löst sich schon leicht am Rand. Man hat schon eine Kugel und dann ist der Teig abgebrannt. Dann, so stellt man auch Brandmassen her für Windbeutel, Spritzgebäck. Jetzt kühlen wir das Ganze runter, sodass wir ungefähr unter 60 Grad, 30 Grad sind okay, sind, damit wir dann das Eigelb hinzugeben können, verrühren können. Wenn wir jetzt Eigelb hinzugeben würden, würde es gerinnen, würde es flocken und es würde nicht mehr binden und es würde nicht gut aussehen. Nachdem unsere Masse nun abgekühlt ist, geben wir jetzt das Eigelb unter die Masse und verrühren es leicht zu einem schönen feinen Teig. Man sieht also wunderbar, der Teig, diese Brandmasse, die ist relativ fest. Deswegen sollte man sie nicht zu kalt werden lassen, weil dann kann man das Eigelb viel schwerer unterheben. Wir lockern das ein bisschen auf und dann werden wir es am Ende
schön verrühren. Am Ende von dem Ganzen wird dann natürlich noch das Eiweiß unter die Masse gegeben. Man spricht beim Eiweiß immer vom Unterheben. Nun ist das natürlich bei dieser Masse etwas schwierig, wenn man jetzt mit einem Löffel oder mit einer Palette das Ganze nur unterheben. Man kann es auch mit einem Schneebesen machen, sollte aber das sehr vorsichtig unterrühren. Nachdem wir das Ei mit der Masse verrührt haben, geben wir es am besten eine große Rührschüssel, um Schweinereien zu vermeiden und um einfach ein besseres Arbeiten uns zu ermöglichen, es einfach zu erleichtern. Dann kommt Eischnee dazu. Und wie gesagt, man kann auch mit dem Schneebesen arbeiten und sollte jetzt aber vorsichtig leicht das Ganze ein bisschen verbinden. Da die Brandmasse eine relativ feste Konsistenz hat, man arbeitet also jetzt ganz schön den Eischnee unter. Man kann es ein bisschen zerschlagen und hat dann bald eine gebundene Masse. Und das ist schon unsere fertige Grundmasse, die wir jetzt im Prinzip bloß noch in den Ofen geben brauchen. In unsere Backform. Typisch ist, hierfür kann man einen Gugelhupf, wie es früher auch in den Hofküchen üblich war, Gugelhupf oder einen Gugelhupfring, werden wir benutzen und backen das Ganze im Wasserbad, aber dazu gleich mehr. Jetzt nehmen wir unsere eingefettete Kuchenform und streuen die einfach mit gemahlenen Mandeln. Man kann auch gerne Pistazien nehmen, wer das möchte. Streuen wir sie aus. Der Effekt ist, wir brauchen kein Backpapier. Uns hängt der Teig nicht an nach dem Backen. Man kann das jetzt wunderbar verteilen. Und durch die Butter bleibt er schön, bleiben die Mandeln hängen und am Ende hat man eine schöne knusprige Kruste am sächsischen Pudding, der im Prinzip dann aussieht wie ein Kuchen. Nachdem wir es ausgefüllt haben, den Rest ein bisschen abklopfen und dann kommt unsere Masse jetzt einfach hier rein, verteilen in die Form. Man sollte aufpassen, dass man eine Form wählt, die groß genug ist, da der Teig bis über das Doppelte aufgeht im Ofen, aber am Ende wieder einfällt auf die Masse, wie man sie gefüllt hat. Das ist beim sächsischen Pudding das, was zu beachten ist. Man kann jetzt schon sehen, der Teig ist schön fluffig. Durch das Eischnee hat er eine wunderschöne Konsistenz. Jetzt verteilen wir ihn einfach noch ein bisschen und geben den in den Ofen. Bei 150 Grad und bei der Menge, bei der Größe ungefähr 50 Minuten bis eine Stunde. Den Kuchen, den Pudding geben wir jetzt in den Ofen und backen den mit Wasserdampf. Beziehungsweise stellen wir zu Hause eine Schale mit Wasser hinein. Ich habe in dem Sinne ein Blech gefüllt mit Wasser, damit er nicht austrocknet und schön das Ei aufgeht. Für die Möglichkeit, dass man ein schönes Menü, ein Dinner zu Hause kochen möchte, kann man natürlich auch das Ganze in eine kleine Form geben. Ein kleines Förmchen bestäubt das aus und hat die Masse in einer kleinen Form und hat dann wunderbar am Ende eine Portion und kann es portionsweise anrichten, muss nicht den großen Kuchen anschneiden. Stellen wir genauso dazu und das Schälchen braucht nur 15 Minuten. So, unsere 15 Minuten sind nun um. Dann mal schauen, was geworden ist. Ja, wunderbar. Der Pudding ist jetzt aufgegangen, wieder eingefallen, wie anfangs erwähnt. Und können den wunderbar mit Blaubeeren, Früchten garnieren. Ein bisschen Puderzucker oben drauf. Und fertig. Perfekt passt noch eine Kugel Vanilleeis oder Vanillesoße dazu, was man zu Hause gern hat. Und dann kann man sich schmecken lassen. Guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de